Ein herzliches Moin Moin, hier ist euer Micha und es geht weiter mit der Torwartkarriere hier beim Liverpool und Jürgen Klopp. Aber wir hatten schon im letzten Part, hat Jürgen Klopp sich verzockt, ja oder nein? Und die Antwort war von euch, auf jeden Fall hat er sich verzockt, wir sollten noch den Verein wechseln. Und das Beste ist, wir haben ein Angebot und zwar von Zinedine Zidane, 3 Jahre bei Real Madrid zu spielen und zwar für 10 Millionen anstatt für 9 Millionen. Und Jürgen Klopp, es tut mir leid, aber du hast uns nicht spielen lassen, wir wechseln zu Real Madrid. Und da sind wir in der Umkleide von Real Madrid. Wir haben das Trikot an von den Königlichen. Mit dem FIFA World Cup Emblem drauf. So. Und McCauley ist dem Verein auch beigetreten. Willkommen bei Real Madrid. Ich bin hier der Vereinssekretär und ich freue mich auf Zusammenarbeit mit Ihnen. Der Stab wird Ihnen alle nötigen Informationen zur Verfügung stellen. Du stehst heute in der Startaufstellung. Siehst du, Jürgen Klopp, so geht das. Wir sind jetzt bei Zinedine Zidane und sind erst ein paar Tage da. Der Iceman, Micha Fox, trifft neue Mannschaftskameraden. Der Iceman, Micha Fox, gab nach seiner Rückkehr zu Real Madrid folgenden Kommentar ab. Ich will versuchen, mit diesem Team ein neues Niveau zu erreichen. Und dann würde ich sagen, wir schnacken gar nicht so lange, wir gehen direkt rein ins Spiel, denn wir dürfen ja spielen. Im Copa del Rey spielen wir jetzt gegen, ich weiß gar nicht gegen wen, aber mit Ronaldo. Ihr seht es, wir laufen direkt hinter dem Star des Teams, laufen wir rein, hinter Cristiano Ronaldo laufen wir ins Stadion im Copa del Rey. Wir sind gerade mal 2 Tage hier und stehen schon in der Startformation. Und da ist der Anstoß gewesen, wir im königlichen Trikot. Und zwar haben wir das erste Spiel auch 1-0 gewonnen. Wir haben die Rückennummer 16, vielleicht geht da noch was. Vielleicht können wir unsere Lieblingszahl 13 oder die 12 oder die 1 noch kriegen. Wir kommen über außen, außerdem spielen wir gegen Getafe, das habe ich vorhin gar nicht gesagt. Wir spielen gegen Getafe und müssen im Copa del Rey gegen sie ran. Haben einen 1-0-Sieg auswärts vollbracht und das heißt natürlich, wir haben einen kleinen Vorteil, was die Auswärtsbilanz bisher angeht. Wir kommen über außen, der Ball wird reingeflankt, da kommt der Kopfball nicht durch, aber wir bleiben nicht am Ball, schade. Eckball von der rechten Seite aus, wird jetzt reingetreten, da kommt der Eckball, da kommt kein Kopfball, das ist einfach zu schlecht noch, was wir derzeit bieten, aber wir führen ja auch schließlich immer noch mit 1-0, auch wenn es in diesem Spiel nur 0-0 steht. Getafe mit der ersten Chance. Getafe, den kriegen sie nicht und deswegen gibt es Abstoß von uns. Kein Problem. 41. Minute, wir kommen über außen, über Ronaldo. Ronaldo hat den Ball. Ronaldo kann flanken. Ronaldo flankt und das ist nicht das 1-0. Schade. Zur Halbzeit steht es 0-0. Getafe muss was machen, denn wir liegen ja insgesamt zumindest auch 1-0 vorne. Also ermöglicht es vielleicht irgendwann mal die Lücken, um da reinzustechen und dann das 1-0 oder das 2-0 und das 3-0 vielleicht zu machen. Getafe kommt. Getafe ist da. Getafe kann nicht abschließen mit Angel. Also, Getafe macht was und ich hoffe jetzt einfach, dass das die Lücken, ja, öffnet, dass wir mal nach vorne stoßen können. Wie jetzt zum Beispiel. Komm, jetzt über außen, da läuft was. Jetzt die Flanke, komm schon. Wann kommt die Flanke? Da kommt der Ball in die Mitte. Der Ball in die Mitte. Und jetzt nochmal nach hinten. Und da kann einfach mal abgezogen werden. Und das ist fast das 1-0. Ein verdeckter Schuss. Sehr schwer zu halten für den Keeper. Macht er dann trotzdem am Schluss richtig stark. Hier sehen wir es nochmal. Der Ball nach hinten. Hier stehen einfach zu viele im Sichtweg. Und oh, dann kommt er gerade noch so ran. Aber es gibt zumindest einen Eckball. Ein Eckball von außen jetzt, 60. Minute, ist Gos reingekommen. Jetzt der Ball kommt rein, da kommt keiner mit der Flanke hin, aber Marcelo ist da, der kann auch schießen. Guaita hat den Ball sicher gehalten. Getafe hat einen Freistoß in der 78. Minute, können den jetzt natürlich lang nach vorne bringen. Das tun sie auch, kommt da irgendjemand dran, bisher noch nicht. Jetzt können wir hier vielleicht mal kontern. Komm schon, können wir hier vielleicht kontern. Spiel auf Ronaldo, wo ist Ronaldo? Da ist der Ball auf Ronaldo, das ist Ronaldo. Und er kann schießen und das ist das 1-0 durch Cristiano Ronaldo. In der 83. Minute ist der Deckel auf dem Pott, denn jetzt muss Getafe 2 Tore schießen, um überhaupt weiterzukommen.
Und hier sehen wir es nochmal. Jetzt kommt der lange Ball, oder was heißt der lange? Der Chipball auf Cristiano Ronaldo. Der nimmt Maß, zieht ab. Und das hat er. Der Keeper hat keine Chance. Meine Güte. So aufgeregt hier, wenn wir hier mit Weltstars wie Ronaldo in einem Team spielen. Wunderschöner Pass. Und dann zieht er ab. Und das ist dann das Tor zum 1:0. Und um eine Runde weiterzukommen im Copa del Rey. Wir sind auf dem Weg nach vorne. Da sind wir im Strafraum. Da kommt der Schuss und das ist ganz, ganz knapp dran vorbei. Kovacic hat den Ball nur ganz minimal am Tor vorbeigezogen. Der Ball ist auf den Außen. Der Ball ist nicht mehr bei uns. Schade, aber der Schiri könnte abpfeifen. Der tut's auch. Wir gewinnen das Spiel mit 1:0. Auftaktsieg für uns, also Debütsieg für uns in Real Madrid. Wunderbar, 83. Minute durch Ronaldo. Ich bin mal gespannt, wie alt der Kerl denn ist. Weltfußballer des Jahres wird Neymar, ist Weltfußballer des Jahres. Herzlichen Glückwunsch dazu. Wir schauen mal, wer jetzt alles so bei Real Madrid spielt. Also, na klar, wir sind mit 92, glaube ich, auch einer der besten Spieler hier im Team. Dann Navas mit 37 Jahren und 81, Kiko Casilla und Zidane, McCauley, der ist gerade neu dazugekommen, Bailey, Vallejo, Ramos, Nacho, Hernandez, Ramos ist glaube ich auch schon 37, Marcelo auch schon 35, Daniel Carvajal und Hakimi. Und jetzt kommen wir schon zu Mittelfeldspielern, Llorente, Casemiro, Kovacic, Toni Kroos, Modric, Dani Ceballos, Marco Asensio, Isco, Cristiano Ronaldo, auch jetzt schon 38 Jahre alt. Wir sind stärker als Ronaldo, er hat nur eine 86. Bale, Mohamed Salah, Lukas Vázquez, Benzema, Borja Mayoral. Das war's. Das sind die Spieler, die hier im Team sind, mit denen wir jetzt der nächste Zeit erstmal spielen werden. Und wir stehen natürlich wieder in der Startelf gegen Real Betis und dann würde ich sagen, rein ins Spiel. Denn wir wollen hier keine Zeit verlieren und es gibt eine Änderung. Wir haben eine neue Rückennummer. Ihr könnt jetzt erstmal tippen, welche, und dann werden wir es gleich sehen. Und da sind wir im Spiel. Und ja, ihr seht jetzt genau, hinten auf unserem Trikot ist nicht mehr die 16, sondern die Nummer 13. Viertelstunde gespielt, Real Betis kommt nach vorne, der Ball wird erstmal verteidigt. Oh, wir kriegen den Ball zurückgespielt, können den aber erstmal klären oder auch nicht. Und jetzt einmal da vorne den Mann da vorne anspielen, der kann mit dem Ball wohl umgehen. Da kommt der Ball in den Strafraum gechippt, das ist der Kopfball und kein Problem für Taylor. Wir sind wieder vorne, das ist Ronaldo und das ist Taylor mit einer Glanzparade. Schade, wunderschöne Kombi hier. Hier sehen wir es, da wird der Ball erstmal erkämpft und dann eine schöne Kombi gespielt. Chipball auf Ronaldo und Taylor ist blitzschnell unten mit seiner Hand. Ball von der rechten Seite aus kommt jetzt rein, der kommt hoch rein, das ist der Kopfball und Taylor, der lässt wohl hier gar keinen Ball durch. Real Betis kann nach vorne kommen, sind jetzt auf den Außen, da kommt der Ball in die Mitte und den kann er nicht verwerten und das gibt Abstoß. Wir sind auf den Außen. Jetzt kann der Ball gleich in die Mitte kommen. Der Ball kann in die Mitte kommen. Da werden wir abgeblockt und Robert Huth hat den Ball dann sichern können. Und somit geht's rein zur Halbzeit mit einem 0:0. Also die Tormaschine ist noch nicht angeschmissen, aber wir haben ja auch noch eine ganze Halbzeit vor uns. Nochmal 45 Minuten Daumen drücken in der Hoffnung, dass wir hier einen Sieg holen. Denn ich habe gesehen, wir sind in der Liga nur Zweiter, punktgleich mit Tabellenplatz 1 und das ist Atletico Madrid. Und das ist ja ein Rivale, ein Stadtrivale und das wollen wir natürlich für uns entscheiden, dieses Duell. Wir kommen in der 62. Minute über außen. Der Ball jetzt in die Mitte. Da kommt keiner zum Kopfball hoch. Ach, wie blöd. Real Betis kann kommen. Real Betis kommt, aber wir können stark verteidigen. Jetzt, komm, setz doch mal ein schnelles Spiel an. Komm, nach vorne. Ihr sollt nach vorne gehen. Ihr sollt nach vorne gehen. Ihr sollt nach vorne gehen. So, ich habe euch angefeuert. Los geht's jetzt.
In der 85. Minute gibt es jetzt den Freistoß. Bale spielt den Ball rein, der wird erstmal abgelegt nach hinten. Jetzt wird da eine schöne Kombi gespielt, aber die ist noch nicht sehr torgefährlich. Und da verlieren wir den Ball. Können wir den uns erkämpfen? Nein, doch, irgendwie schon, aber es gibt nochmal Freistoß. Komm, jetzt aber mal wirklich einen richtig guten Angriff starten. 88. Minute, wir haben nämlich auch nicht mehr sehr viel Zeit. Los geht's jetzt. Bale mit dem Ball rein. Das ist ein Kopfball, aber der ist zu schwach und das gibt dann auch noch Abstoß. Das Spiel ist aus. Im zweiten Spiel für die Königlichen, für Real Madrid, steht es nur 0:0. Die Tormaschine nach vorne war nicht wirklich so aktiv. Also es gab die eine oder andere Chance, aber jetzt nichts, wo ich sagen würde, die hätte sitzen müssen. Und somit, Taylor hat, ja doch, die von Ronaldo hat er richtig klasse gehalten. Die hätte auch drin sein können, aber Taylor hat wirklich starkes Spiel hingelegt und somit geht es 0:0 aus und Atletico de Madrid kann nach vorne preschen. Wir bleiben auf der Stelle stehen. Schade, denn ich möchte gerne auch Erster werden, wenn ich hier schon bei Real Madrid bin. Und dann würde ich sagen, Real Madrid Siegesserie endet nach 19 Spielen. Ach du meine Güte. Aber nichtsdestotrotz, ihr könnt jetzt einmal noch ein Abo dalassen. Links und rechts sind jetzt auch Videos. Und dann würde ich sagen, habt noch einen schönen Tag. Haut rein. Man sieht sich. Ciao und tschüss, euer Micha. Bis dann. Bye-bye.